Schade, dass in Erfurt E-Bikes und E-Scooter ausleihen gibt, aber hier in Gotha nicht. Es ist nur gerecht, wenn Führerschein auf mehrere Sprachen gibt. Also wir stehen jetzt an der Haltestelle, aber leider ist es so, dass bei manchen Schulen oder halt Plätze, zum Beispiel beim Schlossplatz in Gotha, gibt es keine Haltestelle in der Nähe oder so. Wir sehen alltags die Leute, die mit Rollstuhl rollen. Sie können nicht mal in Straßenbahn oder Bus reinkommen. In Gotha ist es schwierig und damit können sie nicht mal die Bus oder Straßenbahn fahren. Ich wünsche mir als Muslime-Mädchen auch zum Friseur gehen zu können, weil kein Mann meine Haare sehen darf. Dürfen nur Frauen in dem Laden sein. Wir haben einen schönen Tierpark. Es wäre schön, wenn dieser noch größer wird. Ich wünsche mir, dass Zeugnisse aus unserem Heimatländer schneller in Deutschland anerkannt werden. Ich würde auch gerne ins Schwimmbad gehen, aber leider ist das nicht möglich. Denn es gibt in Gotha nur Schwimmzeiten für Frauen und Männer gemeinsam. Hier in Gotha gibt es insgesamt 3 Jugendclubs. Die werden meist von bestimmten Gangs besetzt. Ja. Aber es gibt nun, wie sage ich es am besten, ein Open House. Ich wünsche mir, dass die Menschen nicht nur meinen Kopf durchsehen und Angst vor mir haben oder mich verurteilen, sondern mich als Person kennenlernen. Dass sie nicht nur meinen Kopf durchsehen, sondern auch meine Stärken, meine Fröhlichkeit und mein Können. Ich möchte keinen Rassismus, weil Leute heutzutage Selbstmord machen, nur weil sie diskriminiert werden. Ich finde, Rassismus ist blöd, weil Jugendliche und Kinder geschlagen und gemobbt werden. Ich möchte keinen Rassismus, weil wir sind alle Menschen, wir haben alle den gleichen Blut. Ich wünsche mir, dass einen Tag kommt, dass keiner wegen seiner Hautfarbe oder Religion oder Rasse bei Polizei diskriminiert wird. Alle sind wir gleich, alle sind wir Sterne. Zitat Swiss. Gotha ist unsere Weltstadt. Gotha ist unsere Weltstadt. Wir sind hier gelandet und nicht nur gestrandet. Wir sind hier gelandet und nicht nur gestrandet. Wir sind eine Macht, die verlangen nach des Weltkunden.